Lass Lehrer mehr Ruhe, Bischkim. Geh weg. Weg, hab ich gesagt, ey. Oh, was? Ah ja, willkommen wegen Bastille. Touch you know, ey. Lehrer, gib. Okay. Was geht ab, meine Freunde? Gern Boss am Start. Heute mal wieder mit einem neuen Video. Ihr habt schon mehr oder weniger lesen können. Heute mal wieder mit einem neuen Snapchat FAQ. Also, ihr habt mir so auf Snapchat eure Videos und Fragen geschickt. Und ich kenne meine Community weniger Fragen, mehr Scheißvideos, wie Leute eigentlich auf Toilette gehen und kacken. Solche Videos kriege ich zugeschickt. Aber egal. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, warum ich in der Jacke chill. Mir ist irgendwie diese Kackheizung ausgefallen und es gefühlte minus 10 Grad hier an meiner Räume. Okay. Egal, Leute, ich würde sagen, ich schaue mal erstmal an, was ihr mir so geschickt habt. Und würde mal sagen, leg mal los. Also, ich weiß nicht, warum die immer so krass ausrasten, aber es haben schon knapp hier vor 21 Stunden 45 Mille am Nau. Oh, jetzt fängt's an. Warum kann Paco kein Deutsch? Keine Ahnung, der hat halt türkische Deutsch-Tests gemacht. Fängt wieder an mit solchen Videos. Jo. Das meine ich, meine Community ist einfach behindert, ohne Scheiß. Was sagen deine Eltern dazu, dass du YouTube machst? Unterstützen sie dich dabei? Andersherum, ich unterstütze die, weil ich alles abdrücken muss, haben wir da. Warum bist du schwul? Alter. Problem ist, ich kann jetzt nichts sagen, Alter. Nachher ist das beleidige kleine Kinder. Da schreibt einer, wieso bist du Türke? Erstens bin ich kein Türke, zweitens habe ich deine Mutter drittens, was laberst du da? Ist das ein Stimm, Türke zu sein, oder was? Okay. Bruder, du hast mehr Akne als Farid Bang, Alter. Fulan, warum eigentlich kein AMG, ja? Warum? Warum Normalzähler, aber kein AMG? Du hast doch so viel Panner, verstehe ich nicht. Guck mal, eigentlich haben mich das viele gefragt, warum fahre ich kein AMG? Warum fahre ich nicht ein C63 Coupé? Warum fahre ich nicht ein SUV am Unterholen? Ihr dürft euch euer Leben nicht auf Wertsachen beschränken. Klar, es ist gut, mal eine fette Rolli zu haben. Es ist geil. Es ist geil, wenn du sowas leisten kannst. So, Mann, das pusht einen. Aber ich sag mal so, ich habe mir mit 19 ein Auto gekauft, was ein 19-Jähriger normalerweise nie in seinem Leben hat. So, und dieser CLA, den ich hier habe, den ich jetzt getunt habe, den habe ich ja quasi, das ist ja mein Erstauto. Und mit Erstauto so einen Wagen zu fahren, sage ich mal, das hat nicht jeder. So gut wie keiner. So muss man das Ganze sehen. Ich bin noch jung. Sag ich mal ganz ehrlich auch warum. Hätte ich mir jetzt eine AMG gekauft. Ja, so wie alle anderen Madacharas da draußen. Ich wusste ganz genau, ich hätte mich selber gefickt. Warum? Kollege von mir, 50er-Zone, 120 geblitzt. Anderer Kollege von mir, 120er, 240 geblitzt. In der 120er-Zone war der 120 zu schnell. Und hast direkt den Führerschein weg. Genau deswegen habe ich mir auch keine AMG gekauft. Ihr Pimmelberger Amenauer. Das Ding ist, ich frage mich so hart, wie deine Mutter reagiert hat. Als sie gehört hat, dass du mit YouTube Geld verdienst. Ey, Leute, wollt ihr mich gerade verarschen? Nächstes Mal para. Das ist die behindert, Mann. Hey, lass Lehrer mehr Ruhe. Lass Lehrer mehr Ruhe, Bischkim. Geh weg. Weg, hab ich gesagt, ey. Was? Ah ja, willkommen wegen Bastille. Touch you know, ey. Lehrer, geh Bagger fahren, er kommt sofort. Und Bischkim, mach was. Guck nicht so, du Esel. Geil, Alter. Ich liebe diese albanische Akzent. Du arbeitest auf Schule in Baustil. Jungs, sag mal Prost. Ich hab eine Frage an dich. Kannst du auch mal die Freundschaft einfach anfragen geben? Nein. Warum hast du so ein geiles Auto? Grüße gehen raus. Kennt die Leute, der Weg ist das Ziel. Was nochmal diese Almans. Oder anders gesagt, diese Almans, die auf Motivation tun und dann auf jedem Bild posten so, der Weg ist das Ziel, strebe nach Glück, immer Blick nach vorne. Hat deine Fresse, Alter, wer dich denn Yo, Bruder, ich wollte dich fragen, warum du deinen CLA... Nenn mich nicht Bruder, Mann. Ja, eine Frage, aber ernsthaft, du schwul. Boah, nein, das gibt's doch nicht, ich schwör's dir. Wie oft am Tag rasierst du deine Eier? Ich sag ja, diese. Ich warte jetzt nur noch, bis eine vernünftige Frage kommt. Sei mir nicht traurig, wenn ich das sage, aber dein Arm sieht ungefähr so aus. Ich hab wohl doch so einen Oberarm am Arm. Er will dich ernst nehmen, nicht mal Kioskverkäufer nimmt dich ernst oder Blumenverkäufer. Hey, yo, was geht ab, ey?
Und gehst du eigentlich noch trainieren? Ohne Scheiß. Ob ich trainieren gehe? In letzter Zeit so gut wie gar nicht mehr, weil diese Weisheitszähne, da lag ich ja so 2 Wochen platt, die haben meinen kompletten Rhythmus auseinandergenommen und ich fresse nur noch. Irgendeine Scheiße, ich bin als 1,85 groß, so circa, und bin knapp 100 Kilo. Also reine Muskelmasse natürlich, nein. Gib mir noch 2-3 Jahre, ich gehe auf wie Kuchen oder so. Oder wie ein Adana. Ja, so. Stell dir mal vor, jemand kommt einfach zu dir nach Hause und nimmt Sushi aus deinem Kühlschrank, gell? Und denkst dir, ey, was machst du da? Ich hatte mal so einen Horrorfilm, ja, geguckt. Nee, anders gesagt, ich hab mal so einen Albtraum gehabt. Ist nicht schön. Nicht schon, Scheiße, ist echt nicht schön. Ihr könnt über vieles reden, aber nicht da. Das ist wirklich schlimm, ja. Hör mal auf, du siehst aus wie so ein Luca. Mein Bruder hat eine Frage an dich. Warte, wo ist... Halt deine Schnauze. Mein Bruder hat eine... Warte noch mal. Mein Bruder hat eine Frage an dich. Warte, wo ist... Halt deine Schnauze. Dann gib dir einfach einen Backpfeifer, Mann. Komm schon mal wieder nach Hannover! Das Lustige ist, ich bin bald sogar in Hannover. In ein paar Wochen. Aber warum schreist du hier rum, Mann? Was hat meine Frage ist? Wenigstens mal eine vernünftige Frage. Okay, die Frage kam schon 1000 Mal. Warum habe ich mein Auto gelb foliert? Dann guckt meine Gitarre-Videos. Wenn ihr meine Gitarre-Videos guckt, einfach mal hier einen Daumen nach oben lassen. Übrigens, wäre mal korrekt, wenn wir mal, fällt mir gerade einmal wieder 20.000 Likes schaffen würden. Haben wir lange nicht mehr geschafft, man. Immer nur so 17, 18, 10, 11, 12. Wäre es mal mit mindestens 20. Erstmal vorweg Daumen nach oben da lassen. Warum gelb? Einfach, weil meine Autos in GTA auch gelb sind. Und ich die Farbe eigentlich mag. Deswegen habe ich auch gelbe Schuhe an meiner Hand. Moin, Mr. McGrimmer Pro, was geht, Digga? Meine Frage war, ich habe schon letztens die Frage gestellt, wie es hauptsächlich geht, ob sie gut geht, ob du Probleme hast. Alhamdulillah, mir geht's gut, Bruder. Endlich mal was Vernünftiges. Ja, mir geht's gut. Warum soll ich mir nicht gut gehen? Ich stehe morgens um 13 Uhr auf. Morgens. Aber danke, ja, ich küsse deinen Nacken. Wann schneidest du eigentlich deinen Bart? Guck mal, ich will meinen Bart erstmal vernünftig wachsen lassen. Weil das ist ja ein Unkraut hier, weißt du? Das ist ja kein, für mich ist das kein Bart. Ein Bart ist richtig so. Guck mal hier, ich habe hier so weiche Stellen, da wächst nichts. Keine Ahnung. Bist du zufrieden in deinem Leben, so wie es gerade ist, AMK? Ich muss selber sagen, ich bin sehr zufrieden. Okay. Ich bin sehr zufrieden, wie es gerade ist. Das Ding ist nur, ich bin voller Typ. Also jetzt, ich sehe, okay, ich bin gerade gut, aber ich könnte viel, viel, viel mehr machen. Das Zehnfache. Aber das Zehnfache von gut. Aber ich bin schon bei gut. Versteht? So denke ich. Und das ist blöd eigentlich. Aber zufrieden bin ich nicht. Ich könnte viel mehr machen. Aber naja. Oder würdest du dein Leben lang nur Sucuk essen? Oder? Nein, Mann. Ohne Scheiß. Ich habe mir überlegt, mal ein Video zu machen. Eine Woche lang nur Sucuk ernähren. Ich glaube, ich würde nach einer Woche würde ich 10 Kilo zunehmen. Safe. Also jetzt nicht ausschließlich Sucuk. Das schafft keiner. Das wird ja aus deiner Nase rauskommen, Alter. Das wird ja... Halt die Schnauze, es wird aus dem Arschloch rauskriechen, Mann. Also wenn man jetzt sowas macht, alles mit Sucuk irgendwie mischt, so Sucuk-Salat, Sucuk-Brötchen, Sucuk-Döner, Sucuk mit Ei, Sucuk-Joghurt, okay, das ist ekelhaft. Dann glaube ich wohl, aber Kurde ohne Land, Flasche ohne Pfand. Boah, der Typ ist richtig durch. Ich wollte fragen, was ist jetzt mit dem Gewinnspiel? Das ist ganz wichtig, viele fragen mich, ey, habt ihr uns verarscht, Marcel und ich haben mir dieses Gewinnspiel gemacht mit dem Auto. Also wir haben es nicht gemacht. So, das Video ist fertig, das Video ist hier auf meinem Laptop, ich kann das aber nicht hochladen, weil das Problem ist, das ist ja eine Gewinnspielaktion mit Glücksspiele quasi. Und wir wollten das eigentlich schon vor 3-4 Monaten wollten wir das schon hochladen. Wie gesagt, das Video ist fertig, aber wir haben gerade Probleme vom Rechtlichen her. Und kennt ja Anwälte, wie lange die brauchen. Das Gewinnspiel wird safe stattfinden, aber halt, es verzögert sich sehr. Aber es wird auf jeden Fall stattfinden. Ihr müsst überlegen, wir müssen den kompletten Vertrag neu machen. Das dauert. Miese Zeit. Also meine Frage wäre, mit wem würdest du eher fremd gehen? Mit deinem Auto, mit einer anderen Frau oder mit Sucuk? Ey, das hast du jetzt nicht gerade ehrlich gesagt. Erstens würde ich sowieso niemals fremd gehen. Zweitens bist du ein Hurenschmock. Für die Frage alleine sollte man dich zurück im Mutterleib treten. Diese Frage, was ist das für, was ist das für eine Frage? Sag mal bitte ehrlich. Ich rede gerade mit meinen Klamotten. Auf jeden Fall, Leute. Ich hab's ja gesagt, die Fragen sind mehr keine Fragen, sondern einfach nur irgendwelche Scheiße. Na gut, ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Lasst mal auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Checkt mal gerne meinen Merch-Shop, ne? Es sind noch ein paar Sachen verfügbar. Also ich glaube, meine Caps, meine weißen Caps sind ausverkauft. Meine Popsockets sind weg. Es gibt noch bei jeder Bestellung eine Autogrammkarte dazu. Und ja, wie gehabt, Daumen nach oben da lassen. Und ich würde sagen, bleibt stabil, haut rein, Peace.